Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video schauen wir uns genauer an, ob der TikTok-Hype schon vorbei ist oder ob es sich noch lohnt, mit TikTok durchzustarten. Außerdem zeigen wir euch, wie alt die User der App mittlerweile sind und wie sich die App zu einer ernstzunehmenden Plattform entwickelt hat. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. TikTok hat besonders dieses Jahr hier bei uns in Deutschland für viel Aufsehen gesorgt. Keine andere App ermöglichte es Usern, so schnell viral zu gehen und erfolgreich zu werden wie TikTok. Die App verzeichnete viele neue User aus Deutschland und das besonders in diesem Jahr. TikTok wurde zu einem sehr ernstzunehmenden Konkurrenten von Instagram und mischte die Karten in der Social-Media-Welt ganz neu. Besonders die Konkurrenz zu Instagram ist ein Punkt, den wir uns einmal genauer anschauen sollten. TikTok hat es nämlich geschafft, dass die größten Plattformen wie YouTube und Instagram ihre Strategien zu Reichweite, Sichtbarkeit und ihren Algorithmus neu überdenken mussten. Viele Social-Media-User haben festgestellt, wie schwierig es ist, in dieser Zeit noch Views und Sichtbarkeit auf YouTube oder Instagram zu generieren. Die Zeiten, dass man sich einen Account erstellt, regelmäßig etwas postet und damit Erfolg hat, schienen vorbei zu sein. Zu diesem Thema wurden in den letzten Jahren viele Blogbeiträge und Videos erstellt. Doch TikTok brachte diese Zeit zurück. Die Plattform gab Usern die Möglichkeit, durch ihren Algorithmus gesehen zu werden. Organisches Wachstum war wieder möglich. TikTok steht dafür, dass bei ihnen jeder erfolgreich sein kann. Der deutsche CEO selbst hat in einem Interview gesagt, auf TikTok ist es möglich, heute einen Account zu starten und schon morgen Millionen Views und viele neue Follower zu haben. Diese Besonderheit ist ein Teil des Erfolgs der noch jungen App. User wurden hier quasi über Nacht zu Influencern oder berühmten TikTokern. Genau aus diesem Grund geraten Instagram und YouTube immer mehr unter Druck. Beide Unternehmen führten eine Kopie von TikTok auf ihren Plattformen ein. Instagram Reels und YouTube Shorts. Aber auch der Algorithmus wurde besonders auf Instagram angepasst und wird immer noch überarbeitet. Instagram ist da am meisten nachgezogen und hat offiziell bekannt gegeben, dass sie keine Fotosharing-App mehr seien, sondern sich auf Videos konzentrieren möchten. Eine Veränderung, die durch TikTok ausgelöst wurde. TikTok ermöglicht uns also nicht nur in der App selbst Reichweite zu bekommen, sondern sorgt auch dafür, dass die Konkurrenz mitzieht. Lohnt es sich denn noch, TikTok im Sommer 2021 zu starten? Hier geben wir ein klares Ja. TikTok hat mittlerweile ca. 800 Millionen Nutzer weltweit und über 2 Milliarden Downloads der App. 62% der User sind zwischen 10 und 29 Jahre alt. Und hier wird es interessant, denn die Zeiten, in denen TikTok eine Teenie-App war, sind schon vorbei. Mittlerweile sind 38% der User älter als 30 und die Tendenz steigt. TikTok ist also nicht mehr hauptsächlich für Teenies. Ähnlich war es übrigens auch vor vielen Jahren mit Facebook. Das Netzwerk startete mit jungen Usern und nach einiger Zeit kamen viele ältere User dazu. Die Jüngeren wechselten dann zu Instagram. Bei Instagram lief dieser Prozess dann wieder ähnlich und die User wechseln im Moment zu TikTok. Für TikTok heißt das, dass je mehr Zeit vergeht, immer mehr ältere User nachziehen werden, denn der Erfolg von TikTok ist noch lange nicht vorbei. Es lohnt sich also noch sehr für euch, mit der App zu starten, da das volle Potenzial noch lange nicht erschöpft ist. Keine andere App verzeichnet übrigens zurzeit so viele aktive User, also User, die selbst aktiv Content produzieren wie TikTok. In der App werden täglich 1 Milliarde Videos geteilt, wobei der Schwerpunkt des Contents schon lange nicht mehr im Tanzbereich liegt, sondern im Entertainment- und Comedy-Bereich. Unser Fazit ist, TikTok ist schon lange keine Teenie-App mehr, die wir belächeln sollten. Sie ist zu Instagrams größtem Konkurrenten geworden und wird von ihnen sehr ernst genommen. Auch wir sollten sie daher sehr ernst nehmen. Wenn ihr im Social-Media-Bereich durchstarten möchtet, kommt ihr an TikTok nicht mehr vorbei. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video motivieren, auf TikTok durchzustarten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine Tipps mehr von uns zu verpassen. Bei Fragen schreibt sie gerne in die Kommentare oder wendet euch an die Experten von eBakery. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team!